Hallihallo und herzlich willkommen auf Nuclear Nightmare. Das Jubiläumsjahr 2018. Diesmal mit einem Hardware-Check gleichzeitig und einem Unboxing. Also sau viel bekommt ihr in diesem einen Video geliefert. Das Sega Dreamcast kam am 27.11.1998 auf den japanischen Markt und war die weltweit erste 128-Bit-Konsole mit eingebautem Modem bzw. abnehmbarem Modem und Internetverbindung und Online-Gameplay und ist trotzdem leider in die Hose gegangen und war Segas letzte Heimkonsole. Danach sind sie aus dem Hardware-Business ausgestiegen und wurden Third-Party und leider ja heute auch zu einem Schatten ihrer selbst. Aber das soll uns jetzt in dieser Folge nicht kümmern, was heute mit Sega ist, sondern 1998. Ja, wir werden jetzt erstmal das japanische bzw. Hongkong Dreamcast öffnen. Hongkong deshalb, es spielt auch nur japanische Games ab, aber die Hongkong-Version, auf dieser Seite geht es auf, nochmal die Rückseite zum Angucken. Die Hongkong-Version hat nicht nur eine englischsprachige Anleitung und eine englischsprachige Packung. Nein, sie war auch etwas billiger, sie hatte kein Modem mit dabei. Ich habe es erst Jahre später gebraucht gekauft. Ich war beim europäischen Launch war ich dabei, mein europäisches Dreamcast, ich 1999 zum Launch gekauft. Dieses aber nicht gebraucht später. Die Konsole war in Hongkong ohne Modem ausgeliefert worden und daher günstiger. Und das ist der Unterschied zwischen der Hongkong- und der Japan-Version. Ansonsten dasselbe. Hier der schöne Eierkarton, wie ich ihn immer nenne. Hier habe ich auch noch Memory Card Karten drin, die es später zum Schleuderpreis gab. Karton kommt weg und hier holen wir die Konsole raus. So sieht sie aus. Sega Dreamcast, leider etwas verdirbt, eigentlich schneeweiß. Meine Launch-Konsole aus Europa, die ist noch ziemlich weiß und die aus Amerika zeige ich euch vielleicht auch nochmal später. So weiß ist sie unten eigentlich überall, außer bei dieser vergilbten. Die hat auch etwas nach Rauch gestunken, als ich sie gekriegt habe von eBay. 4 Controller-Ports hat das Sega Dreamcast, wie auch das Nintendo 64, eine Generation vorher. Achso, ja, hier kann man das Modem abnehmen, beziehungsweise das ist in Hongkong ja nur dieser Dummy gewesen, da musste man das extra kaufen. In Amerika war es, glaube ich, schon 55K-Modem, bei den Japanern auch. Wir haben nur 33K in Europa bekommen. Es gab auch einen Breitbandadapter. Hinten findet ihr Powerkabel, Serial Port und AV-Out. Unterstützt auch RGB und S-Video. Und auch als erste Konsole, glaube ich, eine VGA-Box. Das heißt, ihr könnt auch am PC-Monitor in erhöhter Auflösung spielen. Und der Serial Port ist dafür da, um zwei Konsolen miteinander zu verbinden. Das hat zum Beispiel Ferrari 355 Challenge genutzt. GD-ROM-Laufwerk. GD heißt Gigadisc, es hatte eigene Discs, das Dreamcast, die 1 GB fassen konnten, was damals sehr viel war. Zum Vergleich, eine CD auf der PlayStation 1 konnte 650 MB fassen und auf dem N64 war maximal 64 MB möglich auf den Modulen. So sieht der Controller aus, nicht schön, aber selten. Sieht ähnlich dem Saturn Analogpad, Sega Saturn war die Vorgängerkonsole, aus. Steuerkreuz, 4 Action-Buttons. Analogstick und, was ich sehr geil finde, analoge Triggers. Ja, ein zweiter Stick hätte dem Controller noch gut getan und es ist nervig, dass hier unten das Kabel rauskommt statt oben. Man kann es aber, das wurde extra so gemacht, kann hier hinten das Kabel einklinken. Dann ist es so ähnlich und liegt euch nicht im Wege, hängt euch nicht im Wege. Der ist schon sehr vergilbt, der Controller. Das ist mein Launch-Controller aus Europa. Ihr seht, in Europa wurde der Kringel von dem Dreamcast, das Logo wurde blau gemacht, statt rot. In Amerika und Japan ist es rot. Es gibt nämlich einen Kinderbuchverlag oder eine Kinderbuchkette, eine Buchkette auf jeden Fall, eine Buchfirma. Die hat auch so ein Togolino oder so, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall haben die auch so einen ähnlichen Kringel.
und der ist rot in Europa und deswegen musste es geändert werden. Hier ist eigentlich hinten ein Aufkleber drauf auf dem Controller, der ist total abgegangen durch Schweiß und Hände rieb beim Zocken. Nur mal so, dass ihr seht, wie alt dieser Controller ist. Ja, der Controller verfügt auch noch über zwei Schächte. Dort könnt ihr zwei Memory-Karten reintun oder auch ein, in Japan hieß es Puro Puro Pack, bei uns Vibration Pack. Muss man mit dem Knopf reindrücken, dann rastet es ein. Und die Memory Card, die war ja etwas sehr Besonderes bei dem Dreamcast, VMU genannt bei uns. Visual Memory Unit, hat einen kleinen Bildschirm und so eine Grafik wie Game & Watch in den 80ern, also ein bisschen schlechter noch als Game Boy. Man kann dort kleine Minispielchen drauf spielen. Ich habe auch noch viele eingepackt, amerikanische Packungen sahen so aus davon. Bei uns waren sie blau, in Japan waren sie glaube ich nur ein Blister Pack. Und man kann die oben aneinander anstecken und dann auch gegeneinander zocken. Und da gab es Minispielchen, also die habt ihr dann von den großen Games da drauf gezogen. So eine kleine Uhrenbatterie, so eine CR2032, wie sie auch in Modulen drin vorkommt zum Speichern. Die powert das Ganze und ja, piept furchtbar, wenn ihr die Konsole anmacht. Die Konsole ist generell sehr laut, wenn man mit der zockt. Also das Laufwerk macht furchtbare, nervige Geräusche. Das finde ich ist einer der Nachteile. Ja, was war denn so zum Launch des Dreamcasts vorhanden? Eigentlich nicht sehr viel. Großes an Hits. Das richtig geile japanische Line-Up kam eigentlich erst Wochen später, nämlich im Dezember erst. Virtua Fighter 3 Team Battle ist eine fast Arcade-getreue Umsetzung des Prügelhits. Und ich sage fast, weil eigentlich ist das Dreamcast stärker als die Arcade-Hardware, auf der Virtua Fighter 3 läuft. Aber Sega hat geschludert, beziehungsweise Genki hat das ja für Sega entwickelt, diesen Port. Und die haben sich zu wenig Zeit gehabt. Die haben, ja, es sind halt ein paar Details. Es hätte originalgetreuer sein können. Die Texturen sind ein bisschen verwaschener. Aber ansonsten ist es fast getreu und lässt sich auch sehr gut spielen. Es ist halt ein sehr trockenes Game. Trockenes Beat'em Up. Es ist wie immer, Virtua Fighter ist halt sehr komplex von seinem Kampfsystem, sehr tiefgründig mit 1000 Moves und so weiter und sehr realistisch, also ohne Feuerbälle. Jetzt fragt ihr euch noch, warum ist die Packung so dick? Ganz einfach, da ist nämlich für das Project Berkeley, was dann später Shenmue heißen sollte, eine Bonusdisc dabei, wo der gute Schöpfer Herr Yu Suzuki, der auch Virtua Fighter Schöpfer ist und andere Sega-Legenden wie Hang-On und Outrun entwickelt hat, der spricht dort die ganze Zeit stundenlang auf Japanisch, auf dieser Bonusdisc, spricht der darüber, was ist denn so toll ist an seinem neuen Projekt. Ja, das werde ich euch nicht zeigen, weil das ist wirklich stinkelangweilig. In einer anderen Folge zeige ich euch lieber mal Sonic Adventure. Das lohnt sich doch eher mal anzugucken. Weltweit auch ein Launch-Titel in jeder Region gewesen. Entschuldigung, nicht in jeder Region, sondern am japanischen Markt erst am 23. Dezember erschienen. Nämlich fast einen Monat später. Es sind auch die anderen Versionen auf der Welt sind auch besser. Die haben weniger Bugs, damals gab es ja keine Patches. US-Packungen sehen übrigens so aus, zumindest später. Die waren auch zu Anfang weiß, haben aber ein anderes Layout und sind auch so dünne Jewel Cases hier von Skies of Arcadia, auch bei uns erschien ein sehr tolles Rollenspiel. Rollenspiel hat ja leider das Dreamcast sehr wenige. Und die europäischen Packungen sind natürlich die allerschlechtesten. Diese sind so blau, das ist jetzt nicht so das Problem, aber sie sind halt viel fragiler. Hier vorne ist die Disc, sie haben halt immer automatisch Platz für zwei Spiele. Also für zwei Discs besser gesagt. Hinten könnte noch eine hinpassen. Es gab keine dickeren, wenn ein Spiel mehr als zwei Discs hatte. Dann wurde das in so einen Pappschuber bei Shenmue gesteckt. Eine dicke Schwarz-Weiß-Anleitung. Die japanischen und amerikanischen waren nämlich bunt. In verschiedenen Sprachen, damit die auch alle reinpassen. Und hier hinten lag das Cover quasi so drin. Nicht sehr schön, wie ich finde.
Ja, 10 Millionen Mal hat sich das Dreamcast leider nur verkauft und wurde im März 2001 von der Produktion wieder eingestellt. Und Sega wurde Third Party, wie gesagt. Jetzt frage ich mich, habe ich hier noch irgendetwas vergessen, was man euch erzählen könnte? Ich glaube nicht. Wenn, dann wird es noch drangefügt. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal kurz trotzdem im Vergleich die amerikanische Packung an. Nee, machen wir jetzt eigentlich auch gar nicht, würde ich sagen. Ich würde sagen, das reicht jetzt eigentlich. Es ist sehr schade, dass das Dreamcast, wie gesagt, so ein Reinfall war verkaufstechnisch. Woran hat es gelegen? Ja, ganz einfach. Sega hat sich halt mit solchen Fail-Projekten wie dem 32X und dem Sega Saturn ziemlich ins ausmanövriert und außerdem hatten sie auch ziemlich schlechtes Marketing, zumindest in Europa, und die bald schon später erscheinende PS2 hat dem Ganzen natürlich den Wind aus den Segeln genommen, wo aber auch leider zu Anfang das Dreamcast ja sehr gut lief, vor allem in den USA war es sehr krass ausverkauft, in Japan hatte man zu wenig Spiele zum Launch parat, Entschuldigung, nicht Spiele, zu wenig Hardware-Einheiten, zu wenig Mengen herstellen können. Ja, und so wurde leider dem Dreamcast der Wind aus den Segeln genommen. Und den Rest der Geschichte kennt ihr ja. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder einschalten würdet. Und vor allem, wenn ihr euch eines der Dreamcast-Spiele, die ich noch zeigen werde dieses Jahr, anschauen würdet. Ja, also dann bis zum nächsten Mal, obwohl, wisst ihr was, als Bonus haue ich noch die Packung von meinem amerikanischen Dreamcast auch noch mit rein. Könnt ihr dann als Foto hinten noch dran sehen. Alles klar, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.